Herzlich willkommen zum neuen Video und vielen Dank fürs Einschalten. Heute geht es in etwas ungewohnter Umgebung um keine Autos, sondern um die Dinger da. Mhm. Basic Shirts. Basic T-Shirts. Warum geht es um diese Basic Shirts, wenn man sich denkt, hey, das sind doch ganz normale Basic T-Shirts? Genau deswegen. Worauf sollte man achten? Wo kaufe ich meine? Was kann man so an Tipps geben? Warum sitzen die gut? Warum sitzen die scheiße? Alte Sachen. Gehen wir jetzt mal was genau drauf ein. Ich zeige euch, was ich zu Hause im Schrank habe, was ich euch sagen kann, wo ich meine kaufe, was ich für schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Auf geht's! So, bevor wir jetzt anfangen und ich euch meine Basic-Shirts, die ich dabei habe, vorstelle, welche davon cool sind und welche davon nicht cool sind, ja, würde ich sagen, klassifizieren wir da erstmal, was ist überhaupt ein Basic-Shirt? Was verstehe ich unter einem Basic-Shirt? Was versteht vielleicht auch ihr unter einem Basic-Shirt? Könnt ihr gerne in die Kommentare ballern. Allerdings ist für mich ein Basic-Shirt genau das. Ja? Also nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht hinten länger als vorne, nicht an der Seite offen. Die Ärmel ragen nicht bis in den Ellenbogen oder noch weiter runter. Die Schultern sind nicht drüber. Das sind für mich Oversized-Shirts. Also das ist für mich ein Standard-Basic-Shirt. Was macht denn ein gutes Basic-Shirt aus? Bleibt nicht viel übrig, ne? Ist der Fit, ist nichts drauf, einfach schwarz, Unifarben, von daher muss es der Fit sein. Für mich ist es halt so ein Mittelding. Also es darf nicht zu eng und nicht zu weit sein, bin ich ganz ehrlich. Ich will es mit einer Lederjacke tragen, ich will es im Sommer so tragen, ohne was drüber. Es darf aber auch nicht so irgendwie, dass ich mir denke, so, oh, okay, ich kann mich kaum bewegen, überall kneift es in den Achseln, ich schwitze wie ein Bulle. Scheiße. Es darf aber nicht zu oversized sein, zu locker irgendwie und auch hier zu locker alles, dann ist es halt für mich eher ein oversized T-Shirt. Ihr merkt schon, ich differenziere ganz klar oversized T-Shirt und Standard Basic Shirt. Des Weiteren, bei mir sind die Ärmel jetzt relativ eng. Das liegt aber daran, dass ich die kleinen T-Rex-Ärmchen habe, die immer sehr viel Spinat bekommen. Also die sind eng, finde ich natürlich bei dem T-Shirt jetzt ganz gut. Wenn die aber was weiter sind, finde ich es gut, wenn man die krempelt. Ich krempel die sogar so auch bei mir auf. Das mache ich dann so, dass ich einfach einmal umschlage und noch ein zweites Mal umschlage, damit man die Naht nicht sieht. Das ist relativ sauber und dann sieht das Ganze so aus. So, das mache ich eigentlich relativ oft, eigentlich auch bei den T-Shirts. Gerade wenn die was weiter sind, sieht es sogar noch viel cooler aus. Also, würde ich jedem empfehlen, soll er mal probieren. Finde ich, macht am T-Shirt immer was her. Des Weiteren Brust, also die ist jetzt ein schwarzes, ich zeige es euch gleich mal beim Weißen. Das sind jetzt T-Shirts, das sind mit meinen Lieblings-Basic-Shirts. Die sitzen jetzt nicht so, dass man irgendwie die ganze Brust sieht von der Seite und sowas. Dass das hier so reinschneidet, finde ich auch ganz angenehm. Ganz ehrlich, sonst ist es auch irgendwie zu eng. Unter einer Lederjacke kann es manchmal ganz cool aussehen. Wenn man dann irgendwelche, eine schwarze Jeans dazu hat, irgendwelche coolen Boots dazu, dann wirkt das so ein bisschen Rockstar-mäßig, wenn das was enger ist. Aber sonst würde ich eher tendieren, die so Mittelding zwischen weit und eng zu tragen. Gerade wichtig ist für mich die Hüftenpartie, dass das nicht unheimlich weit ist, dass das hier vorne nicht so weit ist. Das sind für mich so Punkte, da fühle ich mich dann direkt wohl drin, gerade mit Schwarz, auch wenn man mal ein bisschen Bäuchlein hat, dann sieht man das halt nicht, wenn es schwarz ist. Schwarz frisst halt alles, ne? Auch den Bauch, leider nicht ganz. Aber bei Weiß zum Beispiel, wenn das eng ist, unten guckt dann ein bisschen die Pocke raus, ist halt irgendwie auch scheiße. Deswegen, wenn man da irgendwelche Probleme hat, würde ich ganz klar empfehlen, einfach schwarz tragen, sieht man nichts, super, schwarz geht immer. Gucken wir uns mal an, was ich dabei habe. Das ist nämlich das Wichtigste. Also, dieses T-Shirt, ja, das kostet, wenn ich mich nicht komplett irre, sonst schreibe ich nochmal unten rein, 5,90 € und ist von Uniqlo. Das haben der Costa, ich und der Sandro vor zig Jahren schon entdeckt. Im Endeffekt ist das beste Basic-Shirt, was es so grundlegend gibt, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem gibt es die immer, 5,90 €. Genau das ist das Ding hier, so kommen die. Wunderbar, perfekt. Crewneck Dry Color T-Shirt. Zack, 5,90 €. Ich trage Größe M, das ist Größe M. Bin 1,83, wiege so 84 Kilo, also im Endeffekt sind die sogar eher ein bisschen weiter geschnitten, würde ich fast sagen. L geht auch noch, dann wird es mir nur ein bisschen zu lang. Dafür bin ich nicht groß genug, schade. Crewneck Shortsleeve T-Shirt, das ist im Endeffekt, gibt es in zig Farben, grau finde ich gar nicht cool von Uniqlo. Schauen wir uns mal das nächste T-Shirt. Das war jetzt im Endeffekt Uniqlo. Das hier, ich habe die schon umgezogen, das ist jetzt unser eigenes von Forage, ist auch Größe M. Fit ist wirklich ähnlich wie Uniqlo, ihr seht das schon. Allerdings ist es vom Material noch einen Ticken besser, also wir haben einfach, deswegen ist es minimal teurer, weil das Material einfach auch hochwertiger ist. Sitzen da doch wirklich sehr, sehr gut. Gerade in Weiß finde ich, die sind meine absoluten Favorites, schwarz. Und das hier sieht man, ja, man sieht einen Unterschied, aber es ist jetzt eher so, dass man den Unterschied fühlt. Und bei Weiß finde ich vom Fit her, ist das weiße Forage so wirklich mein absolutes Highlight. Zeige ich euch gleich auch noch, aber ich zeige euch jetzt noch ein weiteres schwarzes, und zwar ist das von Kos oder Kos oder wie ihr es nennen wollt, Premium H&M quasi. Auf geht's. Und wir sind schon beim nächsten T-Shirt angekommen. Uniqlo, Forage, Kos oder Kos. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also gucken wir mal das T-Shirt an. Es ist im Endeffekt kürzer, steifer. Die Ärmel sind auch wesentlich höher. Es ist allgemein auch was enger. Allerdings finde ich so ein T-Shirt zum Beispiel cool, wenn ich es unter einer Lederjacke trage. Denn gucken wir uns mal eine klassische Biker-Lederjacke an, irgendwie sowas. Die sind meistens eh nicht so lang geschnitten. Das heißt, wenn ich dann ein T-Shirt trage, was da drunter dann unter der Jacke noch so ein Stück weiter rausguckt, sieht es beschissen aus. Gerade in Weiß oder sowas. Dann sieht das aus wie, ja, nicht gekonnt, halb gewollt, irgendwie sowas.
Deswegen T-Shirts, die dann eher was kürzer sind, wo man sagt, wenn ich das nur so tragen würde, wäre es mir schon so, wenn man die ganze Zeit schon so ein bisschen zieht und so. Dann ist es nicht so cool, aber unter einer Jacke cool. Und die beiden wären die T-Shirts, die ich immer tragen würde, auch ohne Jacke drüber, ohne alles. Gerade Kurs oder ich habe zum Beispiel auch Basic-Shirts, gucken wir uns gleich mal an, von Boss oder sowas, wo die dann 60 Euro kosten. Ey, warum? Meistens sind die sogar, ich habe noch nie ein teures, gutes Basic-Shirt gehabt, wenn ich mir irgendwo eins geholt habe oder bekommen habe oder was auch immer. Meistens waren die sogar Schrott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Basic-Shirts sollten nicht zu viel kosten. Ihr müsst die Möglichkeit haben, das immer wieder zu kaufen, dass die on Stock sind, dass ihr sagt, okay, ich brauche ein neues Basic-Shirt. Neues Basic-Shirt. Gucken wir uns mal die weißen Basic-Shirts an. Da ist nämlich immer so die Sache, ist viel schwieriger als schwarz, weil schwarz, wie ich vorhin gesagt habe, frisst alles. Ja? Jeden Bauch, jede, ne? Ihr wisst schon, Griff hier hinten und so. Aber weiß kann halt auch manchmal ein bisschen zu eng sein, ein bisschen die falschen Stellen betonen. Deswegen weiß ist viel schwieriger. Ich habe Forage dabei, Boss dabei, Sandro Paris dabei. Auf geht's. So, jetzt sind wir bei den weißen angelangt. Das ist Sandro Paris. Relativ teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich mir auch nicht nochmal kaufen. Warum? Punkt 1, zu kurz. Ihr seht schon, wenn ich mich ein bisschen strecke, hup, hallo Gürtel. Zu kurze Basic-Shirts, gerade in weiß unter einer Lederjacke, cool. Sonst im Freien würde ich sagen, das ist schon zu eng. Und ich sehe schon wieder direkt irgendwie unförmiger aus, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich selber sehe, als zum Beispiel in den schwarzen. Gut, schwarz ist immer ein bisschen besser, aber auch zum Beispiel als im Forage, was ich euch gleich zeigen werde. Es ist einfach so an den falschen Stellen zu eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Ärmel sind ein Ticken zu lang, finde ich, irgendwie hier. Die könnten so ein Mühe kürzer sein, das würde ich mir auch krempeln. Ich würde es vor allen Dingen, wenn ich es anziehe, einmal so ein bisschen überall in alle Richtungen ziehen und sowas. Aber es ist mir irgendwie ein bisschen zu eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Qualität natürlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt 100% Baumwolle, glaube ich. Da ist nichts mit Stretch drin oder so. Aber sitzt nicht schlecht. Für den Preis, ganz ehrlich, geht wesentlich besser. Uniqlo, 10-mal besser. Forage auch besser, aber ich würde sagen, wir gucken uns das nächste Mal das Boss an, denn ich glaube, das war das teuerste und das sitzt nämlich richtig schön beschissen. Auf geht's. So, gucken wir uns genau das perfekte Beispiel an, wie ein Basic-Shirt nicht sitzen sollte, denn so. Ich meine, im Endeffekt, guck mal, ich fühle mich 0% wohl. Es ist viel zu lang für Größe M, viel zu lang. Die Form des Körpers wird so dermaßen falsch betont, ja. Schultern sehen direkt enger aus, es sieht hier unten viel zu lang aus, entweder sieht man aus wie ein 12-jähriges Mädchen und Ärmel viel zu eng. Hier unten drin sind irgendwelche so komische farbigen Nähte. Guckt es euch an. Keine Ahnung, wer sowas macht. Ja? Also auch wenn man sich sieht, regt mich so schon auf. Kragen. Auch. Kragen ist ganz wichtig. Der ist nicht weit, auch nicht eng. Der ist einfach so ein Mittelding, was gar nicht sein sollte. Dann noch so eine kleine Wulst hier oben drin. Null cool. Kein Spaß. Dafür, dass es das teuerste Basic ist, sieht es einfach, muss ich sagen, scheiße aus. Also das Ganze einfach, entweder wenn es so lang ist, würde ich es auch weiter haben wollen, bin ich ganz ehrlich, dann wäre es eher so ein Oversize-Ding. Aber ein Basic wäre so für mich die Höhe, auch so hier, dann, aber da muss ich auch den ganzen, ja, ihr seht das schon, das passt vorne und hinten nicht. Finde ich Forage-Zimmer cooler, gucken wir uns jetzt an. Perfekter Vergleich. Gucken wir uns ein sehr gutes Beispiel an, wie ein Basic-Shirt jetzt sitzen sollte. Gerade im Vergleich mit davor, mit dem Boss, was ungefähr 30 Euro teuer war oder 40 Euro für ein T-Shirt. Es ist einfach nicht zu lang. Guckt euch an, Größe M, es ist bestimmt 4-5 cm kürzer als das Boss. Die Schultern wirken direkt irgendwie besser als davor. Arme sind auch nicht zu kurz, vor allen Dingen nicht zu eng. Guckt es euch mal an. Es ist einfach, es ist locker, ne? Ist nicht zu. Ich könnte es jetzt noch einmal krempeln, dann wäre es sogar noch cooler. Mache ich euch. Ein Schmuck, sie haben wie ein Christbaum. So sieht das da echt fett aus. So, das war's schon im Endeffekt, ja. Hört nicht viel dazu, aber die kleinen Details seht ihr zwischen richtig beschissen zu wirklich cooles Basic. Dazu ein bisschen Schmuck, eine coole Kette und zack, sieht das Ganze schon mega aus. Jetzt gucken wir uns H&M Premium Cotton an, ja. Bin ich gespannt, in Grau und dann ziehen wir ein Fazit. H&M Premium Cotton heißt das Ganze. Ist so die Premium-Line von H&M, kostet auch wesentlich mehr als die normalen Basics von H&M, ist aber auch wirklich besser. Qualität cool, das Grau ist auch cool, wo ich wirklich sage, Uniqlo Grau zum Beispiel scheiße, das Grau wesentlich besser. Ich habe jetzt die Ärmel schon gekrempelt, wenn ich die nicht krempel, sind die mir ein Tick zu eng, deswegen ziehe ich die immer einmal, krempel den um und dann bleiben sie so, das ist ganz cool. Länge, ihr seht, das ist wirklich die Länge, die ein Basic Shirt haben sollte, hatten die anderen ja auch, bis auf das beschissene Boss. Ist cool, Grau ist halt immer eine, ich würde sagen, schwierige Farbe, keine Angstfarbe, je nachdem, wenn es warm ist, ne? Bei Grau. Richtig schnell den Kollegen unter den Armen am Start. Aber sonst sieht es halt fett aus. Also gerade mit brauner Haut im Sommer und so. Deswegen würde ich das Ding eher vielleicht ein bisschen weiter tragen als zu eng, weil dann ist halt schon schnell der Schweiß am Start. Aber ja, fett, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sieht cool aus.
Sitzt gut, gibt es von Kors auch in Grau, haben auch ein cooles Grau. Ich weiß nur nicht, ob die immer vorhanden sind. So, ich würde fast sagen, machen wir mal ein kleines Resümee der ganzen Sache. Also, Punkt 1, Basic Shirt sollte nicht zu teuer sein. Es sollte immer available sein, das heißt, ihr könnt euch das Ding immer wieder nachkaufen, wenn ihr einmal euren Fit bekommen habt. Ich finde, ein Basic Shirt sollte irgendwie so um die 20 Euro maximal kosten. Alles darüber finde ich echt teuer für ein Basic, weil ich so Dinge halt wirklich auch so 4-5 Mal in Schwarz habe. Wirklich, ich habe so, stimmt, ich habe wahrscheinlich 40 mittlerweile, aber man sollte so 5 schwarze, 5 weiße bestimmt haben, ja. Boss Orange kostet bestimmt 60 Euro, Sandro Paris auch schweineteuer, das sind die von Uniqlo und von Forage definitiv besser. H&M, suche ich mal einen Preis raus, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ich denke aber auch so um die 19 Euro. Auch gute Qualität, guter Fit, allerdings auch kein Stretch drin, deswegen finde ich Uniqlo und Forage besser. Des Weiteren, ich finde, ein Basic Shirt sollte, wie gesagt, nicht zu lang sein, nicht zu eng sein überall, aber auch nicht zu weit sein. Ja? Es muss so halt wirklich locker sitzen, noch so wirklich bestimmte Partien betonen, aber auch nicht, dass ihr euch irgendwo unwohl fühlt, dass ihr sagt, boah, fuck, irgendwie unten ein bisschen knapp ist es schon. So auch wieder nicht. Ja? Also wirklich, ihr müsst euch selber wohlfühlen. Ich werde euch die Sachen unten in der Infobox verlinken, sprich Uniqlo, da gibt es nämlich jede Menge von denen. Ich suche auch mal die anderen T-Shirts raus, aber ich finde wirklich so, wenn ihr euch das mal 5,90 Euro probiert, mein Uniqlo-T-Shirt aus, ich glaube nicht, dass ihr danach sagt, das war ein Riesenfail. Wie gesagt, ich trage die Dinger immer, beziehungsweise die Forage, auf den Stories etc. sehen die Dinger immer gleich aus, deswegen weiß ich nie, welches ist. Aber die beiden T-Shirts sind schon wirklich sehr zu empfehlen. Achte darauf, einfach so simple Sachen, es darf nicht zu lang sein, es sollte wirklich ein Basic-Shirt sein, es sollte hier nicht zu weit, nicht zu eng, vor allen Dingen hier nicht zu weit, nicht zu eng, sollte euch einfach ja, Selbstvertrauen geben. Jetzt zieht das Ding an und sagt, ja, sieht cool aus, das ist es, aber es gibt halt so viele T-Shirts, die ziehe ich auch noch, wo ich denke, alles klar, hast du zugenommen, wo sind deine Arme hin, also was, also im Endeffekt gucke ich mich an und denke direkt schon, nee, da fühlt sich nicht drin wohl, checkt das wirklich immer ab, ne? Guckt in den Spiegel und sagt, ja, sieht gut aus, aber wenn ihr direkt merkt, so, ja okay, ist ein Basic-Shirt, aber irgendwie sieht es scheiße aus, es gibt auch Basic-Shirts, die sehen mega gut aus, deswegen glaubt das nicht. Kombinationsmöglichkeiten, zieht die Dinger unter Jacken an, Lederjacken, was auch immer, die Dinger sehen immer cool aus. Ich würde sagen, ein bisschen Schmuck, eine Kette dazu, babam, sieht fett aus. So viel zum Thema Basic-T-Shirts, wenn ihr Fragen habt, haut das alles in die Kommentare. Nochmal ganz kurz zum Thema, Oversize-T-Shirts sind natürlich auch nur Basic-Shirts, aber ein anderer Fit und ich habe mich jetzt wirklich auf diesen Fit hier mal bezogen, den ich auch wirklich am meisten trage, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare und ansonsten würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Das freut mich ja mega, motiviert mich natürlich auch mehr zu machen und würde fast sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.